Wie schwer kann es denn sein, dass man sich beim Arzt durchchecken lässt? Okay, genau, jetzt machen wir noch einmal kurz Zigarettenpause. Dann gehe ich nochmal rein und schaue, ob er da ist. Und dann mache ich mir erstmal Essen in Wirklichkeit. Real Life Essen. Müssen wir eine Essenspause einlegen. Month Break. Okay, jetzt ist es fast drei, Mensch. Den ganzen Tag stehe ich jetzt hier schon vor der Kirche und rauche. Okay. Bereit. Das weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht, was es bei mir gibt. Ich muss mal schauen, was ich noch habe, was schnell geht. Ich weiß nicht, ob ich noch eine Tiefkühlpizza habe. Also jetzt werde ich wahnsinnig. Ah, da sitzt er. Na, pitiful beyond. Diagnose. You did well to come here. As pitiful as it may seem, we humans have little control over the state of our own health. Someone may seem very healthy, only to find out they're suffering from a severe disease after taking a test. I've encountered many lost lambs who fell into that very predicament. Allow me to pray that the same doesn't happen to you, my son. Der Evangelien ärztlich besorgen lassen. Dabei wird ihre Gesundheit wiederhergestellt und eventuelle Zustandsveränderungen geheilt. Die ärztliche Versorgung kostet Geld, kann aber auch bei unzureichenden finanziellen Mitteln in Anspruch genommen werden. In dem Fall gibt ihnen Tyron eine Aufgabe und sie müssen die Behandlungskosten im Rahmen gemeinnütziger Arbeit abarbeiten. Alles klar. Ärztlich untersuchen lassen. Ja. Käsespätzle. Spenden. Kriege ich, wenn ich jetzt sage, abarbeiten eine Nebenquest? Ich weiß nicht, ich spende. Take good care of yourself now. Thanks for the help. By the way, Pastor, or should I call you Doctor? Why is this town's clinic part of the church? It's hard for me to believe that two intricate facilities such as these would mesh well together. Pitiful. 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 Don't you find it convenient that one can come to pray and also check up on their health at the same time? True. That's very convenient, Doctor. But is being able to bowl while you eat is certainly entertaining. But this is a different matter entirely. Does the Lord know that his lost lambs are all coming here to pick up their painkillers right after service? Do the coughs and moans ever mix in with the hymns? Doesn't the smell of antiseptics or the ambulance sirens ever interrupt morning prayer? Pitiful! Pitiful! The will of the Lord is far greater and far deeper than what we could ever comprehend. You see, the Lord does not possess emotions in the way we think of them, and he certainly never feels anger. Besides, churches have always been used as field hospitals since long ago. Back in the days when our people were more violent and hungry for war. You've got a point. But we aren't in wartime right now. Aren't you worried about more peaceful problems? For example, if a patient or even one of your nurses starts making a confession during a surgery. Would you stop the surgery and focus on their confession? Or would you continue the surgery and listen to the confession whenever you take a breather? I would focus on the surgery, of course. After all, there is no need for me to listen to any confessions personally. The Lord listens to them all himself. Then what about this? During surgery, a patient asks you to euthanize them. What if they beg you to let them die so that they can go and be with God? You pitiful lost lamb. I'm not trying to give you a hard time.
I'd just like to clear up all the questions that popped into my mind. Answer me, Doctor. Would you let them die, or would you ignore their pleas? Regardless of the case, I would never abandon any life I encounter. Not as a servant of God, nor as a human being. And I'm sure the same goes for you, Agent York. Besides, I'm only a physician. I may bandage up wounds every now and then, but I never perform surgeries. I see. Another perfect answer. Well then, Doctor, or should I say Pastor? Whatever you are, please just allow me to ask one final question. How do you use the profits you earn from the clinic? They aren't offerings or donations. It's nothing but pure profit, yes? I'm just wondering about how you deal with this in terms of U.S. tax law. Oh, so pitiful. Oh, Lord, please save this poor lost lamb. Pitiful. Truly pitiful. Just pitiful. Pitiful. Aha. Alles klar. Sollten wir mal die Steuerfahndung anrufen, vielleicht, was da in der Kirche so vor sich geht. Ich muss meine Steuer auch dringend noch machen. Ah, pitiful. 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 Just pitiful. Na schön, dann bringen wir jetzt als nächstes den Reis ins Dingselbumsen. Aber vorher machen wir Mittagspause, Mahlzeit. Ich schau mal, was ich mir jetzt zu essen mache und esse das dann. Und dann geht's weiter. Machen wir mal 10 Minuten Pause oder so, oder 15. Ich bin wirklich hin und her gerissen, ob ich jetzt wirklich noch so lange diese Nebenquests jagen soll oder ob wir nicht versuchen, jetzt innerhalb des 24-Stunden-Streams oder des 2x12-Stunden-Streams das Spiel zu beenden, ehrlich gesagt. Ich bin hin und her gerissen, ich weiß es wirklich nicht. Bei einerseits denke ich mir, ja, jetzt ein bisschen chillig Nebenquests machen und so. Hat auch was. Ich muss den Spielsound noch anmachen, ne? Aber dann denke ich mir auf der anderen Seite, innerhalb des Streams eben jetzt das Spiel zu beenden, wäre schon auch cool eigentlich. Hat beides seine Vor- und Nachteile. Beides sein Für und Wider. Wenn Zach, ich jetzt... it appears to be closed. Let's come back during business hour. Warum hat das geschlossen? Um 5, um 14 Uhr? Irgendwas. Wartet mal kurz. Das irritiert mich. Öffnungszeiten. Ach, tatsächlich. 8 a.m. bis 12 p.m. und dann um 5 p.m. Okay. Wir machen um 17 Uhr erst wieder auf. Na dann. So lange können wir warten. Würde ich sagen. Okay. Ich
ich vergesse immer, dass wir eigentlich im Urlaub sind. Wir wurden nicht vom FBI geschickt. Es gibt niemanden an offizieller Stelle, der uns irgendwie... Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert mit so FBI-Agenten. Ich habe keine Ahnung. Aber geht das einfach so, dass ein FBI-Agent, der gerade im Urlaub ist, der hat den Fall nicht zugewiesen bekommen irgendwie, der hat eigentlich... Ich weiß nicht mal, können FBI-Agenten überhaupt staatsübergreifend einfach so agieren? Dass der da einfach zur örtlichen Polizei geht, während er im Urlaub ist und sagt, so, ich übernehme jetzt den Fall. Ohne, dass er irgendwie mit einem Vorgesetzten das irgendwie abklärt oder so. Ich halte es für unwahrscheinlich. Oh my lord, you sure look sharp today, Mr. York. Ah, da ist das die richtige Zutat? Aber ja, genau richtig, Schätzchen. Schon bald wirst du den Inbegriff des Cajun Food genießen können. Dann fangen wir jetzt mit den Vorbereitungen an. Du kümmerst dich derweil um die zweite Zutat, ja? Grüne Paprika besorgen. Und nachdem ich jetzt weiß, wo der Reis war, könnte diese grüne Paprika quasi irgendwo auf dieser Karte irgendwo unter einem Busch liegen. Und wir wissen es nicht. Könnte sein, dass die Beschaffung diesmal etwas schwieriger wird. Ach was, etwas schwieriger als irgendwo zufällig auf der Karte. Aber bei dir mache ich mir da gar keine Sorgen. Hast du ihr glückliches Gesicht gesehen, Zack? Dieses Gericht hat für sie zweifelsohne eine besondere Bedeutung. Ich möchte es unbedingt kosten. Ja, ich weiß. Du denkst an den gleichen Film wie ich, oder? Der Koch, der Dieb, seine Frau und ihr Liebhaber. Peter Greenaway, 1989. Einer der wenigen europäischen Filme, die wir uns gemeinsam angesehen haben. Darin betrügt eine gepeinigte Frau ihren gewalttätigen Gatten. Ihr Mann kommt der Sache auf die Schliche und murkst den Liebhaber ab. Um Rache zu nehmen, bittet sie daraufhin einen Koch, den getöteten Liebhaber zuzubereiten. Ein grotesker Mord, Kannibalismus, ein durchaus nicht realitätsferner Plot. Das klingt so ein bisschen nach Titus eigentlich von Shakespeare, nur mit Liebhaber statt Kindern. Vermutlich ging es dem Regisseur vor allem um die Realisierung, um die realistische Porträtierung eines Verbrechens. Wir waren vom Realismus dieses Films damals dennoch nicht ganz überzeugt. Wenn ich mich recht entsinne, hatten wir ziemlich intensiv über die Zubereitungsart des Liebhaberbratens diskutiert. Ein ganz besonderes Spezialgericht, was? Grüne Paprika. Das ist Deadly Premonition 2. Das stimmt, im zweiten Teil hat er nicht mal ein Auto, im ersten noch eher. Da wäre es noch eher Driver. Ah. Jetzt schaue ich mal schnell, wartet mal, ich google mal. Deadly Premonition Green. Jetzt weiß ich halt nicht, wie grüne Paprika. Ist das wirklich einfach eine Green Paprika im Englischen? Oh nein, ein Softwarefehler aufgetreten. Jetzt ist es tatsächlich abgestürzt. Das ist doch noch abgestürzt, zum ersten Mal. Damn. Hat lang durchgehalten. Green Pepper heißt es natürlich. Natürlich, Green Pepper. Aber dazu finde ich noch nichts im Internet. Dafür ist das Spiel halt einfach auch noch zu neu.
Nee, ich finde jetzt auch nichts dazu. So, schauen wir mal, wo es das letzte Mal gespeichert hat. Automatischer Speicher um 16... Nee, warte mal, nach 16 Stunden. 11.53 Uhr. Was? 11.53 Uhr? Das ist aber schon ein bisschen länger her. Dammit. Das ist eine halbe Stunde her. War da das Video? War das noch vor vielleicht dem The Last of Us Video? Das wäre frustrierend. Also ich meine, das wäre dann gut, weil das Last of Us Video war ja über 20 Minuten lang, dann wäre eigentlich vom Spiel gar nicht viel verloren gegangen. Vielleicht war das nach der ärztlichen Untersuchung beim Priester. Dann müssten wir nur den Reis nochmal abgeben und wären wieder genau da, wo wir waren. Wahrscheinlich. Ich glaube, wir machen jetzt die Hauptstory weiter. Ich habe echt keinen Bock, eine grüne Paprika zu suchen. Ich hoffe wirklich sehr, dass das Spiel so ein offenes Ende hat. Also insofern, dass ich quasi nach Abschluss der Story immer noch die Nebenquests machen kann. Das wäre gut. Aber ich weiß halt nicht, ob das so ist. Die Puppe finden und zurückbringen. Das ist auch sowas. Ich habe die Puppe jetzt gefunden. Aber wohin zurückbringen? An einen bestimmten Ort? Ah, keine Ahnung. Genau, das war, glaube ich, kurz vor der Pause. Okay, wo ich jetzt auf jeden Fall gerne hin würde, wäre... Genau. Ich möchte den Voodoo-Shop. Ich möchte mal schauen, ob ich schon wieder neue Talismänner machen kann. Talismänner? Talismanne? Wahrscheinlich Talismanne oder Fetische. Ob ich schon wieder neue Fetische machen kann und ob ich den Schrein vielleicht upgraden kann, damit wir mehr Fetische aufhängen können. Die Fetische upgraden könnten wir auch noch. Man kann so viel tun, theoretisch. Wie Blätter im Wind. Ich glaube, ich werde verrückt. Ich hätte irgendwie auch gern so einen kleinen Laden. Warum verkauft er eigentlich hier Waffen? Das ist wirklich komisch, dass der da Waffenhändler ist und gleichzeitig der Voodoo-Händler. Aber im Spiel gibt es gar keine Waffen. Also man hat eine Pistole. Das ist die Waffe. Mehr Waffen gibt es nicht. Ob das aus einem früheren Entwicklungsstadium des Spiels noch so enthalten ist, dass der hier auch theoretisch Waffen verkaufen würde? Doth thou seek me? Verily, much shall... Also, theoretisch haben wir jetzt einige alte Glasperlen. Wir könnten jetzt wirklich einige Ketten herstellen. Wir können einige Puppen herstellen und einen... Ach so, ne, warte mal. Weihrauch können wir einen herstellen. Oder mehrere. Eine Puppe und auch theoretisch hier ein bisschen was. Also wir können theoretisch jetzt viele Talismänner und Fetische und sowas herstellen. Verbessern. Die, die ich schon habe, verbessern. Ah, den könnte ich verbessern. Mehr Konzentration. Aber ehrlich gesagt interessiert mich Konzentration eher weniger. Und erweitern. Genau, den Lagerplatz erhöhen. Oh, das ist teuer. Aber grundsätzlich würde ich das gern machen, wenn es geht. Mehr kann ich jetzt eh nicht erweitern momentan. Ich weiß nicht, ob da DLCs kommen für das Spiel. Kann ich mir fast... aber wer weiß, keine Ahnung. Mehr Genauigkeit wäre schon ziemlich gut eigentlich. Für die Waffe.
Konzentration, Gesundheit, Ausdauer, Lähmungs- und Gifttoleranz. Wir haben noch nie Lähmung oder Gift abbekommen. Ich weiß nicht mal, wie das geht in dem Spiel, dass man das abkriegt, ehrlich gesagt. Eine phänomenale Puppe. Dafür bräuchten wir Alligatorenschwänze. Nur ein Alligatorenschwanz, dann wird's schon gehen. Geruchsbildung. Ach so, dann stinken wir langsamer bei der frivolen Puppe. Sehr gut. Bart plus 3. Heißt es, der Bart wächst schneller oder langsamer? Das ist die Frage. Immunsystem plus 3. Das kommt mir vor wie eine gute Puppe irgendwie. Gesundheit, Hungertoleranz, Lähmtoleranz. Ich würde halt Bart plus 3 klingt nach was, das muss ich machen. Spin-Kontrolle fürs Bohlen. So ein Talisman, der das Bohlen erleichtert, wäre schon cool. Haltbarkeit Boot, Zielscheiben. Kann ich jetzt keinen Talisman machen, der mich wirklich interessiert. Ich baue trotzdem mal ein. So, jetzt schauen wir noch, ob wir irgendwas verbessern können. Ronson, danke fürs Folgen. Hi. Vielleicht war der Bug, nicht schießen zu können, Lähmung. Aha. Das ist möglich. Ich meine, komisch, dass mir das nicht irgendwie angezeigt wird und so, aber ich würde es jetzt nicht unbedingt ausschließen. Und durch Bienen könnte man vergiftet werden. Das müsste man mal investigieren, ob vielleicht wirklich dieser komische Bug, wie ich dachte, dass ich nichts mehr machen kann außer rumlaufen, ob das Lähmung sein soll. Könnte sein. Vielleicht ist das Spiel noch nicht sehr gut drin, das zu kommunizieren, aber ich könnte mir das vorstellen. Das ist ein guter Ansatz. Werden wir investigieren. Da hätte ich jetzt gar nicht dran gedacht. Dann muss ich mich nämlich bei dem Spiel entschuldigen und von der Liste von Abstürzen und Bugs einen Punkt wieder streichen. I can see it. Thy return is imminent. If thou hast discovered the very purpose of my emporium, that is. Die wahre Bedeutung seines Basars verstehen. Nebenjob, hilfloses Opfer. Nebenjob, Traumtänzer. Was? Auf dieser Welt gibt es zwei Arten von Dingen. Jene, denen ein Wert innewohnt, und jene, denen kein Wert innewohnt. Wir beide gehören zur besonderen Sorte Mensch, die diesen Unterschied zu erkennen wissen. Doch unter allen Dingen von Wert sind die fünf Perlen nochmals besonders. Denn besitzt man davon alle, steigt ihr Wert ins Unermessliche. Sie sind quasi wie die Dragon Balls oder so, vielleicht fünf Perlen, sagen sie? Die erste ist eine blaue Perle. Sie wird die Sepa, nein, Perle der Tiefsee wird sie genannt. Ihr Blau ist so geheimnisvoll, als hätte man es direkt aus den Tiefen des Meeres emporgeholt. Dafür Kommunikation mit den Spielern auf die Backliste oder die Mängelliste setzen, das stimmt. Die zweite ist eine rote Perle. Sie wird die Blutperle, die Perle des heiligen Blutes wird sie genannt. Hallo, kleiner Kater. Die dritte Perle ist die Katzenperle. Sie wird die Perle des Flausches genannt. Sie ist so rot wie das ruhmreiche, vergossene Blut eines Heiligen.
Die dritte ist eine grüne Perle. Sie wird die Sommer... Nein, halt. Sie wird irgendwas mit Wald, Wiesen? Nein, das war's auch nicht. Ja, und wie wird die grüne Perle jetzt genannt? Die Perle des sanften Grüns. Genau, Perle des sanften Grüns. Denn ihre Farbe gleicht dem Grün junger Knospen. Als nächstes haben wir Weiß. Weiße Perle des Neuschnees. Von reinstem Weiß, einer keuschen Jungfer gleich. Gelingt es dir, alle Perlen zu finden? Das waren aber erst 4. Wie meinen? Sollten es nicht insgesamt 5 von diesen Perlen sein? Und 5 an der Zahl habe ich benannt. Nein, waren nur 4. Wir hatten die Perle der Tiefsee, die Perle des Heiligen Blutes, die Perle des sanften Grüß und die Perle des Neuschnees. Die Perle des nächtlichen Bayos erwähnte ich aber auch. Eine unendlich finstere Perle, die jegliches Licht verschluckt. Höre ich zum ersten Mal und Zack auch. Ehrlich gesagt haben wir die Perle schon, aber okay. Gelingt es dir, alle 5 Perlen zu finden? Sie meinen, ich soll die Perlen suchen? Fürwahr. Wieso? Du bist doch jemand, der um den wahren Wert der Dinge weiß. Und weiter? Das Wissen um die 5 Perlen habe ich dir nunmehr zuteilkommen lassen. Dein weiteres Handeln liegt jedoch in deinen eigenen Händen. Hast du gehört, Zack? Die 5 Perlen, scheinbar ganz besonders. Was machen wir? Ich halte mich wie immer an dich. Oh, die 5 Perlen würden mich schon sehr interessieren. Oh Gott, das tut mir leid. Ich habe den versehentlich geschlagen. Das wollte ich nicht. Roland, hast du die 5 Bandanas gefunden? Wieso denn Bandanas? Waren das nicht 5 Perlen? War dem so? Die 5 Perlen, für wahr. Ich habe lediglich dein Gedächtnis auf die Probe stellen wollen. Aber hören Sie, Miro. Sie sagten, ich soll nach Perlen suchen. Nur habe ich nicht die geringste Vorstellung, wo. Verstehe. Wohlan, ich werde für dich die Geister befragen. Gegen einen Obolus, versteht sich. Sprich, über welche Perle soll ich dir verborgenes Wissen zuteil werden lassen? Das klingt jetzt interessant. Ich will die Perle des Heiligen Blutes. Oje Makumba, oje, oje. Bocke Dumba, Bocke Dumba. Ja, ja. Suchst du die Perle des Heiligen Blutes zu erlangen? So höre die Bitte desjenigen, der sich dem Feuerwasser hingibt. Die Bitte desjenigen, der sich dem Feuerwasser hingibt. Vielleicht schauen wir mal in die Bar. Mal schauen, ob die schon geöffnet hat und wann die aufmacht. Und gehen mal in die Bar und schauen mal, ob da irgendwie jemand ist. Müssen wir wahrscheinlich verschiedene Quests lösen für die Superperlen. Und dann wird ein Wunsch frei. Können wir uns was wünschen? Dann erscheint Shenlong, wir können uns was wünschen. Oder sie sind eher wie die Chaos Emeralds. Und wir werden so schnell, dass wie Licht, Lichtgeschwindigkeit. Vielleicht. Oder wie die Schlüsselfragmente aus Borderlands 1 und wir wecken uraltes Tentakelmonster. Es gibt so viele Beispiele für so sammelbare Objekte in Videospielen. Ist aber auch halt, ist halt ein dankbares Motiv. Irgendwas ist zerbrochen oder irgendwas hat viele Fragmente oder irgendwas, ne? Und dann muss man die halt zusammensammeln. Story für Videospiel zu 90% fertig. Dann noch ein Intro und ein Finale, Ende. So, wo ist die Kneipe? Wo ist die Bar? Owl's Nest. 5 p.m. bis 6 a.m. Perfekt, ich glaube, das hat gerade offen für uns. Hurra! Auf, und davon!
Okay, Zack, it appears control. To be... Let's come back during... Ach so, es ist erst 15 Uhr. Komisch. Ich dachte, es wäre schon später. Ach so, stimmt. Wir waren ja jetzt nie in der Bar und haben den Reis abgegeben. Richtig, richtig. Dann, wenn das so ist, gehe ich jetzt erst in die Bar und wir geben den Reis ab. Und zwar ganz einfach deswegen, damit das Spiel wieder abstürzen kann. Nee, Quatsch. Sondern allein deswegen, damit wir... Weil es kann in dem Spiel gut sein, das war bei anderen Quests bis jetzt auch schon öfter so, dass wir erst den Reis abgeben müssen, bevor die Paprika überhaupt auf der Map erscheint. Na, niesen oder nicht? Ja? Oh, kennt ihr das, wenn ihr das Gefühl habt, niesen zu müssen, aber dann könnt ihr nicht niesen? Ich finde das ein furchtbares Gefühl. Super unangenehm und unbefriedigend und doof. Dann niese ich lieber. Viel lieber. 5. Also, rauchen. Muss ins Licht schauen. Funktioniert das bei... Ich hab das schon öfter gehört, stimmt. Aber ich glaube, bei mir funktioniert das nicht. Ich glaube, ich habe das schon öfter getestet und bei mir geht's nicht. Aber das ist schon lange her, ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Geh ins Licht. Ich habe gute Nachrichten. Oh my lord, you sure look sharp today, Mr. York. Okay, richtige Zutat, bla bla bla. Neue Mission gestartet.